Für Mühlhausen, die Stadt im Nabel Deutschlands, am Zentrum der Welt, ist ein völlig neues Raumkonzept in die Entwicklung gekommen. Große, weite, kaum durchtrennte Räume, wo viel Licht und Luft durchströmt. Und gleichzeitig soll Mühlhausen noch eine damit völlig bürgeroffene und grüne Stadt werden, ohne unmittelbare Trennung zwischen Innen und Außen, wo das Grün in die Büros und Wohnflächen direkt hinein wächst und strömt und umgekehrt der Geist sich mit der Natur unmittelbar gedeihlich überall vereinen kann. Genial. Ja, hier ist das Konzept des anti-schwarzen Loches, der Lichttunnel ohne Tunnelwandung. Eine Mühlhäuser-Spezialität, das Licht, das randlose Loch, das Licht fällt durch den Lichttunnel von oben bis nach unten ins Souterrain durch und flutet gleich ungebremst nach rechts und links in die Räume hinein. Also gleichzeitig können kann die schlechte Luft und die piefigen Gedanken nach oben abströmen. Das ist wunderbar. Kann gar nicht erst heiße Luft entstehen. Ja, auch hier sieht man das sehr schön, dass die Konstrukteure ganz bewusst versucht haben, keine parallelen Linien aufkommen zu lassen, sondern das Feng Shui fließen zu lassen, diese organischen Formen, gerade hier, und damit eine besonders irdene Bodenständigkeit in das moderne Raumkonzept mit einzubinden. In so weiträumigen Gebäudeteilen wie hier, wo es Niveauunterschiede gibt, ist es natürlich schön gelöst, dass es keine Stufen gibt, quasi eine barrierefreie. Das ist schon gut, modern, nützlich, gibt es aber woanders auch. Aber jetzt kommt was, was wirklich nur hier der Fall ist. Die absolut barrierefreie Treppe von unten bis nach oben. Völlig ohne Stufen kommt sie aus. Hat allerdings meines Erachtens noch einen kleinen Nachteil. Ich weiß nicht, ob das ausentwickelt ist. Es ist nicht nur für Rollstuhlfahrer schwer zu erklimmen, sondern letztlich auch möglicherweise für Nichtbehinderte. Aber gut, immerhin, es ist ein revolutionärer Ansatz. Oh, das Bimssteinzimmer. Wir müssen hoch. Die Treppe nochmal. Das ist hier sensationell weiterentwickelt worden, das Konzept der barrierefreien Treppe zum barrierefreien Fahrstuhl. Fahrstuhl ohne Korb. Möglicherweise ist das der Trimm-Dich-Lift, ja, da zum Selbsthochkrabbeln sozusagen. Kann man? Ja. An der Schiene? Also links geht es nach unten, rechts nach oben. Das ist wie früher bei den Paternostern, bloß dass es hier nicht umlaufend ist und elektrisch, sondern mit Handkraft. Das, da bleiben auch die berühmten viel sitzenden Beamten ein bisschen in Form. Ja, das sogenannte hängende Fenster, auch eine neue Mühlhäuser Spezialität, sowohl nach innen zu öffnen, als auch nach außen, als auch nach oben und nach unten gleichzeitig. Und dabei doch, egal in welcher Form, stets geöffnet, weil auf beiden Seiten draußen ist. Ja, das ist nun ganz klar was für linksgrüne Bio-Freunde. Man muss nicht unbedingt Tofu essen, es reicht ja aus, Rind- und Schweinefleisch, sagen wir mal, aus einer besseren Reihe zu essen, als aus einer schlechteren. Okay. Das ist hier, das ist der berühmte Mühlhäuser Travertin, der hier sehr viel vorkommt, der direkt in Bad Langensalza abgebaut wird. Die Legende besagt, wenn man hier das Ohr dran legt, dann kann man... Ja? Nicht nur die Straße rauschen hören, sondern auch den berühmten
Pterosaurus Rex und die Bronchosaurier und andere Taktylenarten aus der Kreidezeit direkt noch heraushören. Also mit ein bisschen Fantasie natürlich. Oh, das sehe ich ja jetzt erst hier. Hier sind ja richtig alte Holzinklusen. Müssen das ja noch nicht verkohlte Formen sein. Also noch nicht verkohlte Inkolungsformen oder Dekolungsformen. Brikettdekolung aus der ganz frühen Zeit, als hier noch das Meer war. Hier sind sogar Eiseneinschlüsse. Das ist ganz, ganz selten. Man kann es ja an den Schichten hier schön ablesen. Von der Steinzeit in die Eisenzeit und letztlich in die Gegenwart hinein. Also das ist dann nur ein ganz kurzer Schritt hier direkt in die Gegenwart. Also hier ist aber, das ist eben diese typische Dichte, die wir gerade im deutschen Sprachraum überall haben, dass sich alles so wahnsinnig auf einem Punkt verdichtet und man so schnell von einer Kultur in die andere wechseln kann. Das ist das, was uns seit eh und je auszeichnet. Ja. Mikrofon. Das ist ein berühmter Ort in Mühlhausen. Das berühmte Amphibientheater von Georg Friedrich Schinkel. Man sieht ja hier diesen schönen mittelalterlichen Schinkelbau. Kapellenartig, ganz klare Renaissanceform mit barocken Bauhauselementen. Sehr schön zu sehen an diesen retro-romanischen Bögen. Tatsächlich ist es ein großartiges, du musst mal hier zu auf mir gucken und nicht da hoch. Es ist ein Amphibientheater, wo schon historische Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben, Spartakusaufstände, Löwen Menschen zerfetzt haben, mittelalterliche Hexen verbrannt worden sind, die ganzen schlimmen Sachen, AKW-Demos, Polizisten verprügelt von steinewerfenden späteren Außenministern. Amphibientheater heißt, dass es um Lebewesen geht, die an Land und in der Luft sich bewegen. Leider ist es hier so, dass schon zu Zeiten, als die Goten ihre Völkerwanderung angetreten haben, also die aus Gotha, hier das Dach eingestürzt ist und später nie wieder was gemacht worden ist. Deswegen hat es oft reingeregnet. Einerseits hat es dadurch die Möglichkeit gegeben, im Sinne von Freiluftkonzerten großartige Massenevents hier zu geben. Also zum Beispiel die Mühlhäuser Spatzen haben hier schon gefüllt. AC/DC, Rammstein, Robbie Williams vor 70.000 Leuten gespielt. Ja, da wurde es dann kuschelig. Mittlerweile ist leider der Klang nicht mehr so gut, weil der Orchestergraben abgesoffen ist. Ja, da muss was gemacht werden. Das ist nun wieder schade. Da ist jetzt wieder die kommunale Politik gefordert. Da kommt doch schon eine Pause rein. Nee, das ist so nicht. Andererseits könnte man natürlich auch was draus machen. Im Wasser verbreitet sich der Schall ja schneller als in der Luft. Das heißt, auf den hinteren Rängen kommt er genauso schnell an wie auf den vorderen. Und man könnte die Köpfe hier ins Wasser stecken, würde gut was hören. Oder wenn gleich unter Wasser gespielt wird, und dann bräuchten die ganzen Mühlhäuser überall nur einen Wasserhahn aufdrehen. Und im Bad könnten sie auch quasi Tele lauschen. Ja, das wäre ja, wenn das so schnell ist, dann geht das wahrscheinlich auch bis Berlin am Hauptbahnhof schneller als der ICE. Was ich mal schnell noch hinter der Kamera dazu sagen muss, ist, was ich immer wieder überraschend finde, ist, dass hier, egal wie viel Wasser da unten drin steht, der Wasserspiegel immer gleich hoch ist. Ja? Das läuft hier nie über. Und wenn das passieren würde, dann würde das ja quasi hier immer weiter und weiter und weiter steigen und wie ein Schwimmbad werden. Aber irgendwie haben die das hier so gut hingekriegt, egal wie stark die Schüttung des Wassers ausfällt, es bleibt immer der gleiche Wasserspiegel. Ingenieurtechnische Meisterleistung. Ja, es ist natürlich schön, dass es immer wieder besorgte Bürger gibt, die aus eigenem Engagement und Initiative heraus versuchen, diese Wasserkatastrophe hier zu beenden und zusätzlich Luft einzuspülen in die Kanäle. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ja, wenn jeder so ein, zwei Flaschen Luft aus seinem Garten mitbringt, das hier einspült, es reicht einfach nicht, gemessen an dieser gewaltigen Schüttung, die hier ständig an die Oberfläche dringt. Da müsste viel mehr heiße Luft aus der gesamten Politik, aus der Bundespolitik hier reingepumpt werden, um das zu kompensieren und substituieren sozusagen.
Aber trotzdem schön, es ist natürlich schön, wenn Leute sich engagieren für ihr Gemeinwohl oder sehr Gemeinwohl. Wussten Sie, dass die weltberühmte New Yorker Brooklyn Bridge von einem Nordthüringer gebaut worden ist? Wahrscheinlich von einem Mühlhäuser. Aber nicht nur die, sondern auch dieser weltberühmte Wackelbrücke in Mühlhausen ist wahrscheinlich von einem Thüringer gebaut worden. So genau weiß ich nicht, wo er herkam. Man kann das vermuten. Gut, die Statik lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe es gerade gesehen, wie das Bild gewackelt hat. An der Kamerafrau, die ist auch ein bisschen weich in den Knien zurzeit. Das kann natürlich auch in meinem sexy Outfit liegen. Aber trotzdem muss bemängelt werden, dass es natürlich hier wieder sinnlose Steuerverschwendung gibt oder möglicherweise EU-Töpfe übergequollen sind mit EU-Fördermitteln, wo wieder mal keiner wusste, wohin damit. Man hätte die Brücke nur 20 Meter weiter bauen können, um sie gleich obsolet zu machen, weil der Bach hier eh endet. Oder der Einfachheit halber halt eine viel günstigere Luftbrücke bauen können. Ja? Hat ja damals in Berlin auch geklappt. Sinnlos. Also es gibt ja mittlerweile die überall wie aus den wildsten sprießenden Kletterwälder. Das hörst du wahrscheinlich nicht, weil ich schon so weit weg bin. Das ist die Subjektivkammer. Ich wollte sagen, es gibt ja die mittlerweile überall wie aus den Pilzen sprießenden Kletterwälder. Auch die spektakulärsten Sachen sind da immer diese Fahrgeschäfte. Die Frage ist, wie heißt das Ding? Der Name, der kommt tatsächlich von hier. Flying Fox. Ja, da habe ich lange überlegt, wie wir diesen tiefsinnig poetisch-literaturisch einwandfreien Filmdreh, der schon jetzt Klassik der Moderne sein wird, zu Ende bringt. Vielleicht einfach mit einem weit gefassten, stehenden Stillleben. Die Sonne geht über unser Mühlhausen. Über Mühlhausen. Das ist ja hier paradoxisch.